Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, der ICE macht sich auf den Weg nach Konstanz, fährt hier durch den Hafen durch in Rorschach und wir steigen mal ein. Wir haben zwar einen Teil der Strecke bereits befahren gestern und zwar mit dem schönen TGV. Allerdings, ja, es empfiehlt sich halt schon ab und zu mal noch zu gucken, wenn man eine Strecke gebaut hat, ob es auch wirklich zweigleisig ist und dort lang führt, wo wir es brauchen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber schön der Zug. Eieiei. Ja, das ist halt schon einfach auch ein Bild von einem Zug. Anders kann man es gar nicht sagen. Hier dem See entlang. Gut, wir steigen mal ein. Ich denke, der Führerstand hier, ja, der ist irgendwie... Moment, wenn ich nochmal ein bisschen zurückgehe. Nochmal ein bisschen runter. Ja, nee, hier ist irgendwie gar nichts. Nicht mal ansatzweise. Gut, ist aber auch egal, weil ihr ahnt es. Genau. Wir setzen uns sowieso hier rauf. Guck mal, jetzt... Jawohl, der fährt richtig, nämlich über diese neu gebaute Brücke, die im Prinzip eine Flying Junction ist. Ich hupe mal. Wie geht das da nochmal mit H? Oh, auch sehr schön. Sehr gut. Oh, die ist sogar, guck mal, die Brücke ist ja sogar gülden. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das ist schon ein cooles Teil. Also, ist schon eine coole Mod, die eine hier mit den Brücken. Aber ich verstehe den einen Kommentarschreiber, der gesagt hat, der hat die wieder deinstalliert, weil es zu viele Brücken sind. Das sind halt, weiß ich nicht wie viele. Aber ich finde, es ist relativ übersichtlich gemacht. Und deswegen nutzen wir die. Ja, schön. Sollen wir nochmal kurz den hier? Ja, ich würde schon sagen. Das ist halt schon einfach auch ein schönes Bild. Immer wieder. So, aber im Endeffekt, wir wollen mitfahren. Und mitfahren würde ich halt schon sagen, das tun wir dann schon eher auf dem Zug. Statt neben dem Zug, auch wenn das eigentlich sehr nett ist. Oh, da ist nochmal ein Bruno. Guck mal, ich werde jetzt aber nicht aussteigen. Okay, das war ein Bruno. Der hat gerade den IC geküsst. Das müsste man als Bär eigentlich auch nicht. So, genießt mal ein bisschen das Tempo. Guck mal, 250 haben wir hier drauf. Das ist doch stattlich. Das sind natürlich auch eigene Gleise. Während der TGV, der fuhr jetzt erstmal die Gleise entlang, die wir schon hatten. Das ist sogar gut möglich, dass der noch gar nicht... Guck mal, da unten. Nee, das ist er nicht. Nee, nee. Ich wollte sagen, das kann gut sein, dass der noch gar nicht am Ziel ist. Ja, wir werden sehen. Wenn er uns nicht entgegenkommt und viel Strecke bleibt nicht mehr, weil das hier ist bereits Konstanz, beziehungsweise Kreuzlingen, da hinten Konstanz. Ja, vielleicht sind wir tatsächlich vor ihm da. Wer weiß. Weil der fuhr halt schon leicht falsch. Aber im Endeffekt, er müsste hier eigentlich auch so in sein Gleis reinkommen. Sonst hätte er, glaube ich, die Strecke gar nicht gewählt. Da unten ist nochmal ein Bär. Ist der nachher auch noch da? Ich würde nochmal gerne Bruno machen. Wie viele Brunos haben wir denn? Ich glaube 3 oder 4. So, aber erstmal in den Bahnhof rein. Hier sehr schön wieder ein sehr schönes Portal. Da würde ich glatt nochmal kurz so schnell gerne gucken. Ja, vielleicht von der Seite sogar. Dann sehen wir den ganzen Zug nochmal. Sehr schön. Da hinten die Brücke. Genau, die da über die Insel Reichenau rüber geht. So, was machen wir als nächstes? Das werde ich gleich sagen. Wir fahren erstmal zu Ende und dann suchen wir ganz kurz, wenn es okay ist, den Bären. So, und vielleicht ganz kurz noch gucken, wo unser TGV ist. Vielleicht müssen wir dem noch helfen. Das kann sein, dass der irgendwie im Schilf stehen geblieben ist. Ich weiß es auch nicht. So, Ankunft in Konstanz. Sehr gut. Unsere erste Schnellzugstrecke ist somit eigentlich fertig. Das freut mich natürlich. Schöne Mitfahrt war's. Jetzt haben wir sie fast doppelt gemacht. Also, Kollege TGV. Wenn ich hier mal kurz die Linie aufrufe. Und dann das Auge aktiviere. Da ist er doch. Aha, der fährt noch auf alten Gleis. Wir gehen mal schnell... Oder ist er schon auf dem richtigen? Das könnte natürlich auch sein. Nee, der ist eben genau falsch. Jetzt fährt er noch falsch zurück. Da oben wäre seine Brücke. Aber der fährt wahrscheinlich falsch zurück, weil er von dem Terminal, in dem er war, gar nicht tatsächlich dahin kam, dass er nachher auf die neuen Gleise kommt. Das wären die hier. Hier kommt es ja zusammen. Also jetzt passt es wieder. Hier der wunderschöne Tal ist. Auch einfach sehr schön. Fährt nochmal nach Rorschach rein. Sollen wir noch ein Momentchen sitzen bleiben? Uns läuft nichts davon, Leute. Weil dann können wir nochmal kurz, vielleicht aus der Trainfever-Gedenkperspektive, aus der hier, nochmal gucken, wie der hier nach Rorschach rein düst. Oder wie er durch Rorschach durchdüst. Wenn er denn düsen kann, das ist ein bisschen die andere Frage. Hier haben wir wieder den Hafenbahnhof. Da unten wartet der Stadler Butler, Güterzug. Der bringt Getreide zur Frisco, die wir da oben haben. Ja, jetzt werden wir langsamer. Ist aber in Ordnung. Jetzt fährt er auch schon. Ja, da wurde das Gleis freigegeben. Da trifft sich ein TGV mit einem Stadler Butler. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht jeden Tag.
Da kommt nochmal einer entgegen. Und jetzt haben wir rot. Gut, da würde ich sagen, den Rest schenken wir uns, weil der fährt sowieso noch weiter, nämlich nach Bregenz. Ah, jetzt gibt er wieder Stoff. Ja, dann können wir ja nochmal schnell. Steigen wir da nochmal kurz ein. Schön, wie wir hier gekreuzt haben. Hier geht es über die vielbefahrene, ja, Straße rüber, Bahnübergang. Ja, sehr gut, schließt sich. Haben wir hier Stau? Ja, so muss das sein. Also nicht im Spiel eigentlich, ist schon klar. Aber hier an diesem Bahnübergang brauchen wir Stau. Und jetzt sehen wir, was wir natürlich jetzt nicht gut gelöst haben, ist dieses Signal hier. Das gefällt mir nicht. Weil ich glaube, ihr ahnt auch warum. Ja, weil wir natürlich hier mit dem Zug dann den Bahnhof, den Bahnübergang blockieren. Das würde ich noch schnell kappen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Nicht, dass hier der Kollege irgendwie dreht oder sonst was macht. Also das muss weg. Und dann stellen wir das ein bisschen weiter vorne hin. Oder irgendeins, was wir halt gerade haben. Ja, sagen wir so. Wobei, der Käse ist, wisst ihr was, wir lassen's. Weil schön war jetzt nämlich genau, weil wir hier das Signal haben, dass hier die Schranke rechtzeitig runterging. Es ist dann ein bisschen ein längerer Teil ohne Signal. Das gefällt mir dann auch nicht. Aber mir gefällt weniger, dass hier die Züge draufstehen. Ich lasse es mal so. Und dann gucken wir, wie sich das hier, ja, wie sich das zeigt. Was passiert hier? Hier sehen wir eh auch schon Stau. Ich sag nochmal, der Stau ist eigentlich okay. Ganz einfach deswegen, weil wir hier halt immer Stau haben. In dem Bereich. Übrigens, ich würde irgendwo hier oben wohnen. Ich sage jetzt nicht, wo genau. Wenn man die Straße hier so sieht, wäre es, glaube ich, schon die hier oder die hier. Ja, eine von beiden. Irgendwo hier. So, schön mit Sicht auf Bahnhof und sehen ein bisschen natürlich. Gut, das haben wir abgeschlossen. Gibt es noch irgendwas zu korrigieren oder habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Sonst dürft ihr es gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Doch, was wir noch schnell haben, da gab es, glaube ich, auch eine Lösung zu diesem Geflacker, was wir hier haben. Da muss man ja mit das Terre, glaube ich, einebnen. Ja. Aber ob das dann hilft, ich kann es ja mal versuchen. Sollen wir das mal kurz angehen? Wir haben die Teile ja relativ schnell wieder hingestellt. Wir kappen das mal alles. Ich bin extra im Pausenmodus. Ja, die Zufahrten auch schnell weg. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das die Lösung ist. Ich versuche es jetzt einfach mal. Sagen wir mal so, wenn wir es machen, es schadet ja nicht. Ich bräuchte Assets, Terre-Tool. Und dann hier diese Begradigung. Werkzeuggröße können wir ein bisschen zurück. Die Stärke machen wir mal auf maximal. So, dass das hier alles halbwegs die gleiche Höhe hat. Ich hoffe mal, ich kriege das irgendwie hin. So, und dann soll es eigentlich funktionieren, hieß es. Und dann werden wir hier noch ein, zwei, würde ich vorschlagen. Ich weiß, ich muss nicht fuchteln. Ich fuchtel halt irgendwie von Natur aus. ein, zwei LKWs raufsetzen. So, die Fehlermeldung ist natürlich klar, weil hier die Gebäude fehlen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir das hinkriegen. Das war hier bei der Straße und dann waren es... Ne, wo hatten wir denn? Die doch klar waren Gebäuden. Und dann bei... Nein. Ja, hier sind sie. Und dann haben wir die TNT genommen, weil ich gesagt habe, die flackern nicht. Und dann haben sie doch geflackert. So, ein bisschen drehen. Ja, gefällt mir nicht. Wir machen die Straße wieder separat. Ich möchte, dass das hier parallel ist zu der Straße hier unten. Und danach kann ich jetzt mal sagen, was der Plan ist. Wir gehen dann nach Deutschland und gucken. Moment, erstmal das hier hinsetzen. Wir gehen nach Deutschland und gucken, dass wir da was mit Gütern machen können. Würde ich vorschlagen. Das wäre tatsächlich mein Ansinnen. Und hier irgendwie den Zaun außenrum. Den könnte man eigentlich auch gleich machen. Wisst ihr, was ich halt immer ein bisschen Angst? Also das ist ja keine Angst. Ja, irgendwie, dass wir dann bei sowas extrem viel Zeit brauchen. Ich weiß, wir haben die Zeit. Ich sage das ja auch immer wieder. Aber ich möchte halt ab und an dann natürlich auch ein bisschen was mit Zügen haben. Das muss ich dann schon sagen. So, Sträßchen. Ist das das Richtige? Oder waren wir hier tatsächlich... Ja, nee, hier waren wir tatsächlich auf dem Land. Ist auch okay, weil hier müssen sie keine Häuser hinstellen. Also absolut nicht. Weil hier bei der Frisco... Na gut, die Frisco ist halt eigentlich in der Stadt drin. Da hast du schon auch Häuser außenrum. So, das hat schon mal hervorragend geklappt. Da müsste die Fehlermeldung weg sein. Ist sie auch. Jetzt sehe ich hier aber noch was anderes. Das geht so auch nicht. Das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt an der Straße. Kann ich das so machen oder verlieren wir dann irgendeinen Zugang? Nee. Nö, das passt immer noch. Gut. Dann ist das hier eine Sackgasse. Ja, und zwar, viel weiter würde ich sie nicht ziehen. Allerdings, das sieht hier natürlich auch nicht gut aus. Oder wir können ja die Straße noch ein bisschen verlängern. So, bis irgendwie hier hin. Bis da, wo die Brücke ist. Okay. Die Sackgasse bleibt und, ihr ahnt es, genau.
Wir gehen zu den Asset, zu den Tafeln. Sackgasse, finde ich das so? Ja, da ist sie schon. Hervorragend. Brauchen wir nicht, aber ist halt cool. Ist halt Verkehrsdecke, deswegen machen wir das. Moment, das muss aber hier hin, weil hier ist ja keine Sackgasse. Und hier ist die Sackgasse, gleich in beide Richtungen angeschrieben. Sehr gut, passt. Zufahrt zum Dingens ist hier unten. Können wir laufen lassen. Und jetzt werden wir schnell schauen. LKWs, also irgendwelche Assets. Da haben wir eine Dekoration. Kipper und so weiter. Sehr schön. Stellen wir mal hier hin. Die Höhe müsste, glaube ich, passen. Wäre es natürlich auch noch schön gewesen, wenn die so randommäßig, wisst ihr, was ich meine? Wenn sich die ändern und nicht immer die gleichen sind. Also von der Farbe her primär. Die Tormischer braucht man hier eigentlich nicht, ist mir klar. Aber irgendwie LKWs brauchen wir trotzdem. Aber nicht noch modernere. Ich werde jetzt hier mal auch noch mal ein paar von denen hinstellen. Da möchte ich schnell gucken, ob er nicht irgendwie... Genau, du sagst es. Ob er nicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise modernere LKWs haben. Irgendwie die... Diese 40-Tonner wären natürlich cool. Ich muss mal gucken. Die gibt's, das ist mir klar. Wir müssen gucken, ob wir die installiert haben. Hier, der kann auch Milch tatsächlich transportieren. Von daher ist der Kollege hier absolut richtig. Weil Milch wird auch produziert in der Frisco. So, dann haben wir hier ein, zwei. Dann hätte ich hier noch gerne welche. Man sieht, das mit dem Flackern hat hier überhaupt nicht aufgehört. Hier oben. Guck mal, hier oben ist okay. Ja, das ist ein bisschen reingeschranzt. Ja, das werde ich auch noch beheben. Aber das Teil hier, das möchte ich irgendwie immer noch nicht. Dabei habe ich hier doch eigentlich auch das Ganze geplättet. Na gut, wir lassen es mal für den Moment. So, ich gucke nochmal nach LKWs. Taxis. Da haben wir sie. Die habe ich eigentlich gemeint. Genau, oh ja, das sind genau die richtigen. Da übertreiben wir jetzt aber nicht, sondern wir stellen einfach zwei, drei hier hin. Aber das ist natürlich schon so. Das sieht natürlich gleich ganz anders aus. Das ist mir absolut bewusst. Wenn hier halt das Ganze ein bisschen belebter ist. Also hier mal drei Stück. Hier, wo es nicht flackert, gerne auch nochmal. Und dann haben wir das Ganze eigentlich noch so. Hier nur mit, genau, nur mit der Ladung. Die wartet hier auf Abholung. Ganz klar. Hier nur er. Dann steht der hier. Der wartet auf seinen Auftrag, was er wohin bringen soll. Ich dachte gerade, der versinkt ein bisschen. Tut er aber nicht. Sehr gut. Dann haben wir die ganze Sache hier. Hier haben wir nämlich auch nochmal Platz. So, hier ein daneben. Ja, und schon sieht das belebter aus. Gefällt mir. Jetzt haben wir es hier oben noch, das Ganze. Drehen. Dann würde ich das soweit als abgeschlossen betrachten, außer dass mir halt nicht gefällt, dass unten dort das andere Teil noch flackert. Das müsste halt wirklich nicht sein. So, dann haben wir hier zweimal den gleichen. Und dann haben wir hier nochmal den Aufleger. So heißt er. Das fiel mir vorher einfach irgendwie nicht ein. So, hier nochmal zweimal. Und schon haben wir hier die Frisco ein bisschen belebter. Genau, das mache ich jetzt noch schnell. Jetzt, ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum das flackert und die nicht. Wir haben ja überall eigentlich eingeebnet. Naja gut, sonst könnt ihr es vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, wie man das genau behebt. Falls ihr das tatsächlich wisst. Jetzt bin ich aber falsch. Ich brauche nochmal Kollege Terre. Ja, das war auch nichts. Ich dachte, ich versuch's mal. Gut gedacht. So, so müsste es gehen. Jawohl, so geht's auch. Das einmal ein bisschen runterdrücken, damit das nicht irgendwie so raffelig ist und komisch. So, was jetzt noch fehlt, das ist der Zaun. Den möchte ich dann tatsächlich auch noch haben. Den könnte man eigentlich jetzt schnell machen. Aber eben, dann kommen wir irgendwie nicht mehr zur Eisenbahn zurück. Wir sind zwar schon mit dem Zug mitgefahren. Oh, guck mal, was es hier am Brötchen gibt. Das ist allerdings dann schon nicht schlecht. Ach, es geht, 32. Dafür sind ja die LKWs zuständig. Bemalen möchte ich es halt auch noch. Das sollte hier alles Beton sein, dass das so übergängig ist. Kommt, wir machen mal zumindest die Bemalung. Wobei, der Zaun ist natürlich auch kein großes Problem mehr. Wenn wir das hier mal haben, so farblich müsste es plus minus das sein, würde ich sagen. Machen wir hier mal kleiner, damit ich so eine Farbprobe nehmen kann. Ja, das ist okay. So, machen wir es wieder größer. Machen hier den. Bisschen. Kann ich dich nicht drehen? Ach so, doch, hier bei der Rotation war das. Genau. Ja, ich mach's anders, gefällt mir nicht. So, machen wir den so. Und ziehen das mal hier runter. Jawohl, gefällt mir. Das Grün dort ein bisschen weg. Dann hier lang und dann gucken wir, dass wir den Zaun genau dorthin stellen, natürlich, wo der Übergang ist, vom Asphalt. Den
entsprechend zur Wiese. So, das ist Everything Asphalt. Stimmt das ungefähr von der Farbe? Ungefähr, ja. Die Stärke haben wir nicht eingestellt. Warum haben wir hier unterschiedliche Farben? Ja, haben wir hier auch. Das sieht halt so aus. Das ist eigentlich schon richtig. Da hat die Textur schon recht. Würde ich mal sagen. Gut, das wäre mal das Erste. Dann hier natürlich noch. Dann hier noch. Und ich bin wieder irgendwie im Zappeln und Machen. Eigentlich, das geht ja dermaßen einfach. Wenn man das so macht, dann hat man hier tatsächlich überall Asphalt. Hier dazwischen gerne auch noch. Auch wieder irgendwo bis zum Zaun, der hier oben dann lang geht. Hier wieder runter. Und hier könnte man natürlich noch weitere Gebäude raufstellen. Das würde ich dann tatsächlich auch machen. Aber eben, ich möchte jetzt halt nicht hier nur an der Frisco rumbasteln. Das ist ein bisschen mein Anliegen. Ich brauche Zäune. Und zwar... Nee, das waren die falschen. Hier haben sie, glaube ich. Genau. Was hat man denn um so... Ja, um so eine Fabrik rum für Zäune? Irgendwie sowas ist ein bisschen aggressiv, finde ich. Vielleicht schon eine Mauer? Ich würde sagen, ja. Hier müsste ich auch noch kurz bemalen. So, sehr gut, dass das gespeichert wird. Glück gehabt. Und jetzt hier irgendwie eine Mauer. Ja, ich reiß das eh wahrscheinlich nochmal ab. Aber wir machen jetzt die Mauer trotzdem mal. Hier haben wir ja schon einen Zaun. Guck mal, das ist eingezäunt. Ach, die sind eingezäunt. Dann ist es eigentlich eh okay. Aber dann hätte ich gerne zumindest eine Mauer hinten durch sozusagen. Wir drehen dich mal. Und dann geht das von hier. Mal gucken. Ja, ist okay. Von hier geht das hier rauf. Sagen wir mal so. Okay, dann geht das hier hin. Dann düst das hier lang. Wie gesagt, das geht ja eh relativ schnell. Dass das einfach irgendwie ein eingezäuntes Werksgelände ist. Das ist die Idee. So. Mal bis hier hin. Und dann würde ich sagen, passt das schon. Da hinten müssen wir nicht mehr. Jetzt rausgehen. Ja, im Groben passt, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise, nee, würde ich... genau, ich würde vorschlagen, dass das passt. Warum auch nicht. Aber jetzt hier nochmal schnell den. Maltool. So, einmal hier rauf. Und hier wieder runter. Und dann haben wir das. Sieht sicher besser aus wie vorher. Was mir halt immer noch nicht gefällt, ist das Geflackere. Wenn wir hier jetzt gucken, da flackert gar nichts mehr. Das sieht schon besser aus. Gut. Wie sieht es jetzt aus mit den Brötchen hier am Bahnhof? Das ist alles in Ordnung. Wir bringen ja nochmal Getreide von da oben. Genau, wenn wir hier gucken, auch das ist in Ordnung. Gut, apropos Getreide etc. Lasset uns mal nach Deutschland zurückgehen. Was brauchen die Leute wo? Oder wisst ihr was? Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Denkfehler gehabt. Ich habe nämlich gedacht, wir hätten hier noch gar nichts gemacht mit Cargo. Das stimmt nicht. Schaut mal, hier, genau, Öl bzw. Treibstoff. Aber haben wir nicht sogar... Ui, okay. Wer ist hier unterwegs? Er. Können wir dir irgendwie helfen, dass du hier ein bisschen mehr wegkriegst? Na, jetzt geht's eh runter. Nee, können wir so lassen. Gibt's nicht noch irgendwo Städtchen, die eben keinen Treibstoff haben, beziehungsweise die eigentlich eine Lieferung brauchen würden und keine kriegen? Hier liefern wir schon. Hier haben wir nichts. Doch, da haben wir eben schon noch Städte. Hier oben ist aber auch nichts. Hier, Salem. Salem ist ein Kandidat, würde ich behaupten. Hier mit dem schönen Depot. Ja, die brauchen Treibstoff, die kriegen Treibstoff. Und zwar natürlich auch von hier unten. Da können wir eigentlich die Strecke nutzen, guck mal. Die uns, ja, von hier hin, hier lang führt, hier rauf, hier durch den Bahnhof durch. Wie viele Züge sind hier unterwegs? Da sind beide Linien besetzt. Wir können hier ein Durchfahrtsgleis ranmachen, das ist kein Problem, weil nachher... Ja gut, hier rauf wäre auch nicht so verkehrt. Wenn wir hier dann so rausgehen, hier in den Güterbahnhof rein, dann haben wir im Prinzip die Gleise bereits gelegt. Wer ist denn hier alles unterwegs? Das ist nur dieser eine Zug. Okay, dann gehen wir dort in die Gleise rein. Wir können natürlich auch einfach durch den Bahnhof durch. Ich würde jetzt nicht mal ein Durchfahrtsgleis machen. Sonst müssen wir hier wieder Weichen machen und irgendwie dann wird es komisch. Oder sollen wir den hier ausfädeln lassen? Und hier vorne fädelt er wieder ein. Finde ich eigentlich fast besser. Weil, wisst ihr warum? Dann können wir hier am Depot vorbei. Auf der linken Seite. Das sieht meiner Meinung nach, je nachdem, dann relativ schnell gleich besser aus. Na, hier mal rausgehen. Oder ich mache es sogar anders. Ich möchte hier möglichst nah ran. Ist das möglichst nah ran? Gute Frage. Ja, also es ist zumindest nah ran. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann düsen wir hier raus. Wäre dann da rein.
Jawohl. Eingleisig? Nein, ich würde das tatsächlich... ich würde das tatsächlich eingleisig lassen. So. Einmal das Gleis und jetzt irgendwie hier. Nee, das machen wir anders. Wir machen wirklich ein Durchgangsgleis. Können wir ja problemlos machen. Wir schnappen uns ein Gleis. Suchen uns das Richtige aus. Sagen wir das hier. Und machen das hier hin. So, ist im Prinzip natürlich auch ein Haltepunkt. Ist jetzt noch kein Durchgangsgleis. Wir könnten hier nochmal ein Gleis machen. Dann haben wir ein Durchfahrtsgleis. Habe ich Durchgang gesagt? Nein, das sind keine Durchgangsgleise. Das sind Durchfahrtsgleis. Gut, das hätten wir. Ich würde das so lassen. Auch wenn wir anhalten könnten, wir müssen nicht. Deswegen tun wir es nicht. Da rein, bemalen, dann möchte ich auch noch. Und das sage ich nicht nur, das mache ich auch. Keine Angst. So, einmal den. Dann hier gerne. Oder wir machen dem vielleicht sogar ein eigenes Gleis noch. Nee, ist doch noch ein Stückchen. Nee, wir gehen hier rein. Finde ich die bessere Variante. So, das zusammenschustern. Activate. Hier rauf und hier wieder raus. Da müssen wir schnell gucken wegen den Signalen. Die stimmen so natürlich nicht mehr. Hier auch eingleisig? Ja, machen wir das doch auch mal eingleisig. Wir können das immer noch ausbauen. Das ist ja kein Ding. Weil mehr als einen Zug werden die hier nicht kriegen. So, ein Güterbahnhof. Wir haben noch Kesseldingens. Moment, da muss ich jetzt schnell gucken. Das ist aber irgendwie ein Asset. Wo finde ich die denn? Machen wir hier einen Kopfbahnhof hin. Die 240. Drehen dich und hängen dich hier hin. Halt, aber zwei Gleise bräuchten wir dann für den Beginn trotzdem. Hier sieht eigentlich auch... Okay, also da komme ich nicht hoch. Das sieht man schon. Da muss ich wieder irgendwie dann drehen, machen, tun. Also Kurven. Ich würde den hier einfach in die Stadt reinsetzen. Finde ich eigentlich in Ordnung. Oder wir haben zwar hier hinten diesen Bahnhof. Ginge das nicht vielleicht sogar hier unten? Oh, guck mal. Geht das? Ja, das ist zu wenig hoch. Das hätte natürlich auch einen gewissen Charme. Oder nicht? Doch. Wenn wir das Teil hier so hinsetzen, unter dem Bahnhof durch. Ich baue es mal. Ich reiße es vielleicht wieder ab. Weil... Ja. Ja, aber es geht. Sagen wir mal so, es ist eng. Hängt ja noch was in den Gleisen drin, wenn wir hier gucken. Nö, eigentlich nicht. Passt. Ich würde das so lassen. Irgendwie hat das was. Das hat einfach auch dahingehend was. Weil es halt relativ ungewöhnlich ist. Aber ich kapp das Ding nochmal, weil das gefällt mir nicht von der Lage her. Irgendwie ist das dermaßen krumm hier zur Straße. Kann ich hier mal noch sanft drehen? Jawohl. Ja, so ist besser. Okay, müsste ja da vorne dann immer noch halbwegs passen. Oh nö, jetzt ist es schlecht. Gut, jetzt weiß ich wieder, warum ich es so gemacht habe wie vorher. Da sind natürlich die Pfeiler noch im Weg. Also wenn, müssen wir es so machen. Dass wir hier unter den Pfeilern durchgehen. Ja, machen wir halt unter den Pfeilern durch. Ich weiß, ist jetzt halt... Oder wir machen ihn hier hin und gehen mit Brücken dann. Ja, gefällt mir fast besser. Wir gehen ja hier eh mit Brücken raus. Dann machen wir hier den Bahnhof so hier hin und werden mit Brücken hier noch über den Bahnhof rüberziehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Können wir ganz schnell kontrollieren, wenn wir hier ein Gleis haben. Da machen wir, wir gehen hier raus. Ja, jetzt haben wir natürlich eine Kollision, haben wir aber nicht lange. Da, einmal Brücke. Und wir können hier schnell gucken, ob das mit anderen Brücken auch geht. Ja, da haben wir wieder die Riesenauswahl. Ja, geht mit der zum Beispiel geht. Das würde ich vielleicht sogar schon bauen. Damit wir wissen, was wir hier wollten. Wir können das jederzeit wieder abreißen. Aber dann denken wir daran, dass wir hier eben über den Bahnhof rüber wollten. Gut, wir brauchen eine Straße, eine städtisch... Ja doch, wir sind ja noch im städtischen Bereich. Täte ich meinen. Kurve mal noch aktivieren. Und dann geht das einfach... Oh, hier in den Kreisel rein. Da haben wir einen Kreisel. Guck mal. Das ist doch schon mal wunderbar. Geht das irgendwie hier noch weiter? Ich denke ja. In die Stadt runter. Machen wir mal. Jo, dann haben wir hier eine schöne Brücke. Können wir da noch mal was Wildes haben? So was Neues? Irgendwie so in der Richtung. Jo, ja, ist natürlich... Ja, ich staune immer wieder, was wir hier alles haben. Sowas. So eine schöne Steinbrücke. Ist doch in Ordnung. Ich gewöhne mir jetzt an, da wir da wirklich so eine Auswahl haben. Ich werde jetzt nicht immer alle durchschalten, sondern wenn ich eine Brücke finde, die mir gefällt, wird die gebaut. Genauso, wie wir sie jetzt gemacht haben. Das ist einfach die Zufahrt hier zu ihm. Oh, wobei... Der hängt doch nicht an der Straße dran. Das kann mir doch keiner erzählen. Der ist ja viel zu weit unten. Jo... Dann
korrigieren wir das nochmal schnell. Ja, der hängt immer noch nicht dran. Kriege ich dich hier nicht runter? Ich könnte euch die Straße ein bisschen runterdrücken. So wird's gehen. Ja, so geht's. Machen wir mal. Dann müsste das hier aber nochmal kurz weichen. Und hier gerne nochmal reingehen. Ja, am besten mit dem Gleis. Nein, schon nicht wirklich. Hier rein, jawohl. Dann jetzt die Höhe. Geht auch. Allerdings, das wäre ein komischer Bogen gewesen. Wir versuchen es mal so. Ja, dann gefällt mir das. Hier hinten haben wir noch die Felswand. Sehr schön. Gut, hängt dran. Passt. Jetzt müssen wir aber noch gucken, wie wir von hier zum Güterbahnhof kommen. Da hätte ich ja eine Idee. Ich glaube, ihr ahnt was. Jawohl. Hier einmal durch. Und zwar knallhart. Das machen wir jetzt. Wir sind ja eingleisig unterwegs. Das würde ich auch so belassen für den Moment. Ja, ich mache es anders. Ich ziehe mal hier die Straße lang. Ah, ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich gehen. Es geht auch, wenn ich es ein bisschen hier so mache. Dass die Gebäude dort weichen müssen, damit können wir leben. Kein Problem. Hier rein. Dann einmal durchs Städtchen durch. Und hier hinten einmal ins Gleis rein. Okay, müssen wir auch anders machen. Hier ein bisschen von der Straße weg mit Shift. Sollte das gehen. Jawohl. Und einmal hier rein. Und einmal eine Weiche. Ja. Hätte ich jetzt auch eine schnellere eigentlich gemacht, aber wenn es nicht möchte, jetzt möchte es. Gut, hätten wir. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen eine Baustelle aufgetan. Aber da werden wir natürlich relativ schnell gucken, dass wir das beheben, dass das eine Baustelle ist. Weil ich würde sagen, Salem bräuchte dann dringend noch weitere Züge. Sind wir eigentlich im Play-Modus? Jawohl. Ich habe mir gerade überlegt, wo denn da ein Zugang kommt. Hier, Güterzug. Kesselwagen. Das ist genau der Kollege, der sich mit uns hier unten die Gleise teilt. Da kommt nochmal einer. Lasst uns schnell gucken, hier wie sie kreuzen. Oh, das sind sogar tatsächlich, guck mal, die gleichen Züge. Sehr schön Cargo-Lok mit Kesselwagen. Da kann ich auch mal eine halbe Stunde hier sitzen bleiben und mir das ansehen. Das ist absolut kein Problem. Wie cool ist das einfach wieder. Schön, wenn man solche Züge einfach dann wieder sieht, wenn man gar nicht dran gedacht hat. Habe ich hier das Ganze so gemacht? Jawohl. Wäre das okay? Was hier noch nicht okay ist, das sind die Signale. Die müssen wir schnell ändern. Das ist falsch, das ist okay. Also falsch ist das natürlich nicht, weil vorher hat es ja gestimmt. Sondern wir haben halt was geändert. Deswegen ist es jetzt falsch. Das müsste jetzt hier hin. Dann haben wir es hier eingleisig. Wenn wir nur einen Zug haben, können wir natürlich ein Signal setzen. Dann müssen wir einfach dran denken, wenn wir hier weitere Züge raufsetzen, die dann meinetwegen da lang düsen, dass diese Signale weg müssen. So, einmal so. Gut, dann haben wir da unten den Block. Das wäre, stimmt das so eigentlich schon? Ja, hier oben. Hier machen wir auch noch einen Block hin. So, da brauchen wir das nicht, was wir da hatten mit dem Gegensignal. Irgendwo, genau, hier vorne fädeln wir wieder ein. Da machen wir das Gleiche. Das ist jetzt halt die Frage, in welche Richtung fahren wir. Machen wir hier ein Signal hin, weil wie gesagt, mit einem Zug ist das kein Problem. Und hier. Und dann haben wir hier ein Signal. Wir bräuchten eins hier, wo wir gerade sind. Moment, wenn ich es hinkriege. Und das hier muss weg. Dann schauen wir schnell. Wir fädeln hier ein, dann haben wir... Was ist denn das hier für ein Signal? Sag mal. Aha. Okay, der fährt hier so rein. Einen Wegpunkt haben wir da auch noch. Ist natürlich nach der Weiche, ist nicht ideal. Der steht dann hier und wartet. Dann müsste er hier auch warten. Deswegen, ja gut, aber wir können es trotzdem lassen. Weil es sind ja im Moment noch nicht 1000 Züge. Da oben haben wir es jetzt auch soweit. Und hier bei der Ausfahrt, ja, da machen wir das nochmal ein bisschen anders. Das muss weg. Dann kommt hier das Signal hin. Und hier vorne, vor der Weiche, haben wir ein Signal. Und dann haben wir in die Richtung da einen Block. Dann wird sie doch passen. Gut, dann sind wir hier unten, nutzen dieses Gleis. Ja, dann nutzen wir einfach dieses Gleis. Ganz klar, das geht hier weiter, geht hier wieder rein, da müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Wir nutzen, was wir haben. Ich sehe jetzt aber gerade, wir könnten hier natürlich eine Abkürzung. Ach nee, wir müssen ja hier starten. Okay, ja gut, dann machen wir das. Ich dachte gerade, das ist eine Abkürzung hier. Aber nee, nee, das können wir anders machen, dass wir hier auf diese Linie gehen. Wir testen das mal. Neue Linie bauen, von hier, vom Treibstoff. Hier natürlich nicht anhalten, aber hier rauf. Jawohl, das klappt. Das klappt hier zweigleisig. Das wäre dann für Salem Treibstoff. Salem, ich werde jetzt aber nochmal gucken. Salem Treibstoff. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob das wirklich überall zweigleisig ist. Weil das hatten wir jetzt bei der IC-TGW-Strecke.
dass ich da zu wenig geguckt habe. Das muss nicht sein, das kostet ja nichts. Also hier ist logisch, ist eingleisig. Hier wird es zweigleisig. Düsen wir hier runter, hier ist wieder... Nee, du sollst eben außen rum. Okay, wir brauchen Wegpunkte. Ich gucke aber nochmal schnell hier, zweigleisig. Wir wollten ja eh überall Wegpunkte machen, um die Züge festzubinden, dass die nicht die Gleise wechseln. Habe ich natürlich jetzt hier eigentlich auch wieder nicht gemacht. Werde ich jetzt aber machen, weil wir wollen ja, dass der Zug hier durchfährt. Also, Wegpunkt ahoi. Da würde ich sogar sagen, logisch. Einmal die Hupe bitte. Einmal hier. Hup mal, wenn du hier dran vorbeifährst und aus der anderen Richtung kommend, würde ich sagen, hup mal, bevor du hier lang fährst. Okay, gut, die Hupe hätten wir. Die Linie haben wir hier, Linie verwalten. Von Friedrichshafen kommend düsen wir hier lang. Jawohl. Und auf dem Rückweg düsen wir auch hier lang. Das würde heißen, der Rückweg wäre dann hier. Dann passieren wir das hier. Und schon haben wir das Ganze umgeleitet. Gefällt mir schon relativ gut. Also ich würde sagen, die Linie passt. Dann belästigen wir auch hier die Züge nicht, die da in dem Bahnhof drin sind. Ihn zum Beispiel. Der kann in Ruhe weiterfahren, weil wir düsen ja hier dann in die Richtung quer dran vorbei. Gut, Linie haben wir. Wir bräuchten einen Zug. Haben wir hier ein Depot? Ich sehe keines. Das würde mir sagen, wir stellen hier doch glatt noch eins hin. Ja, wohin damit? Vielleicht sogar hier und dann über die Straße rüber? Das finde ich eine schöne Idee. Lass mich mal gucken. Gebäude? Depot. Haben wir hier. Ja, vielleicht sogar sowas in der Richtung. Machen wir mal das Ganze relativ dunkel. Dann nicht mit drei Gleisen, sondern so, wie wir es gehabt haben. Irgendwie so. Möglichst nah an die Straße ran. Wäre dann so. Und dann irgendwie über die Straße rüber. Ich guck mal, ob das geht. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder ein Depot gebaut und dann kriege ich es nicht angeschlossen. Wenn ich hier so rüber düse. Ui, das geht sogar. Sehr schön. Dann haben wir hier sozusagen einen nicht allzu oft benutzten... Ich wusste, dass das kommt. Nicht allzu oft benutzten Bahnübergang. Geht das sogar so noch? Das geht so auch noch. Ja, dann machen wir's. Sehr schön. So, wunderbar. Aber wisst ihr, was wir jetzt hier machen? Hier machen wir unbeschrankt. Ja, wieso? Ersetzen. Oh, das ist sogar noch eine Tafel. Ja, ist halt... Im Prinzip ist es so eine Art Werksverkehr, wenn man es genau nimmt. Ja, nee, gefällt mir dann doch nicht. Lass mich nochmal schnell gucken. Unbeschrankt. So? Ja, unbeschrankt. Ja, aber modern. Finde ich okay, weil ab und zu fährt ja halt dann doch mal ein Zug raus. Kann ich hier noch Folgendes? Jawohl, einmal aktivieren. Depot haben wir. Was noch fehlt, das wissen die Leute, die hier oft zugucken. Richtig, die Zwerge. Einmal Zwergsignale. Die würde ich jetzt tatsächlich nicht hier hinsetzen, sonst warten sie auf der Straße. Zack, kurz niesen, Entschuldigung. Also ich habe schon, ich schneide es raus. ich würde die Signale hier hinsetzen. So, einmal zack, einmal zack. Dann können die Züge eben dann hier warten. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt fehlt natürlich noch der Zug. Ich gucke aber auf die Uhr und sehe, das machen wir morgen. Den Güterzug, den neuen, mit Treibstoff. Den gibt es morgen für Salem. Haben wir irgendwo gerade einen Zug, der hier rumfährt? Es würde mich wundern, wenn nicht. Da kommt doch gerade einer. Und sagen wir mit dem Tschüss. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Morgen, wie gesagt, dann kommt nochmal so ein Kollege hier auf die Schiene. In welcher Form der dann, oder wie der dann aussieht, was das für eine Lok ist, das gucken wir dann morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.